wir sind jetzt in Berlin, ihr könnt ja durchlesen, und es ist eine Scheiß-Map. Nur Stadt. Ja, ist ja klar, ist ja Berlin, ne? Obwohl das alles Haus für Haus natürlich nicht stimmt. Ich weiß nicht, wie Berlin aussieht, ich war da schon ein paar Mal. Und so sah es bei Rantit nicht aus. Wir besuchen Funk Royal. Na okay, vielleicht finden wir ihn ja wirklich. Was müssen wir tun? Wir müssen eine Menge tun. Ich glaube, wir müssen das hier besetzen und dann den Reichstag besetzen. Und die beiden Punkte, ja, können wir auslassen. Allerdings erstmal hinkommen, Leute. Das ist nämlich eine arschige Mission. Und ich bin mir nicht mehr genau sicher, wo was war. Ich weiß es nicht mehr. Ganz ehrlich nicht. Ich bin mir unsicher. Und hier laut überall alles. Also hier ist überall Falle, hier ist überall schwere Artillerie, hier ist überall ekelhaft. So, ich schaffe es bei meinem Versuch. Es wäre schön, wenn ich es schaffe. Erstens ist die Kacke endlich vorbei. Und zweitens, ich muss es nicht nochmal ausprobieren. Mal nur so die abknallen, die mich stören. Den Rest stehen lassen, weil ich bestehe noch unter Artilleriebeschuss. Kommst du her, mein Freund? Na egal, kannst ja weiterfahren. So, hier sind sie. Der Nebelwerfer. So, da ist Ruhe. Und jetzt können wir uns darum kümmern, hier alles sauber zu machen. Das heißt, ja, auch den da. Eine U-Bahn! Die Berliner U-Bahn. Berliner Metro. Ich glaube, da war noch Mörser. War nicht zumindest gewesen. Geh mal gucken. Ja, tatsächlich, da war Mörser. Oh, verdammt! Stimmt, den Punkt schon einmal halten. Verdammt! Verdammt, das muss ich auch noch tun. Fail. Nein, das hat nicht gefailt. Nicht in dieser letzten Mission. Was schon wieder Folge sagen. Gut, das hätten wir ja. Jetzt müssen wir ganz nach unten fahren. So. Das wäre zum ersten Mal, dass ich in einem Spielstand quasi einem 3-Minuten-Kampagne durchgespielt habe. Wie gesagt, ich hatte ja schon mal alle drei durch, allerdings einzeln. Das heißt, ich habe mal das Spiel drauf gemacht, dann habe ich die Deutschen, die Amerikaner durchgespielt, die Russische nicht geschafft. Dann das Spiel deinstalliert, irgendwann mal wieder Bock gehabt zu spielen, wieder installiert, so halt, ne? Dann die Russische geschafft, aber nicht mehr die Amerikanische, weil ich auch keine Lust hatte. Irgendwie so in Art. Irgendwie so war das. So, okay, den Platz haben wir abgeräumt. Weiter nach Süden. Und unsere Eisenbahngeschütze haben wir auch nochmal. Das ist gut. Das brauchen wir auch. Jo, er flammt durch das Haus durch. Bonzin. Das schätzt die Flammenwerfer nicht, Leute. Die können gefährlicher sein, als sie aussehen. Sehr schön. Den ersten Punkt haben wir gleich. Hier ist, glaube ich, noch was Artillerie. So sieht es zumindest aus. Ja, Panzerabwehrartillerie. Ja, so heißt es auf korrektes Militärisch, bla. Eigentlich ist es ja eine Panzerabwehrkanone, aber naja. Es wird auch unter Panzerabwehrartillerie. Ja, genau deswegen. Ich habe mir gedacht, dass einer ist. So, ein bisschen mittig fahren. Ja, die Infanterie in den Gräben ausschalten wäre jetzt auch eine gute Idee. Denn. Sind aber viele. Nebenbei macht die Berliner Artillerie ihre eigenen Leute noch kaputt. Finde ich ja noch lustig. Verlieren will ich trotzdem nicht. Ja.
Sehr schön. Die sind alle erledigt. Das ist das wichtige Haus. Wie es aussieht, so alle Häuser in Stand, bis auf eins, das jetzt kaputt geht. So. Dann können die hier eigentlich auch mal runter. Hä? Wo kommen die her? Einfach aus U-Bahn gespawnt. Das wusste ich ja noch gar nicht. Sehr schön. Ja, okay, überqueren sie den Fluss. Ja, ich bin hier über diese kleine Insel hervorgegangen. Und dann müssen wir hier den Reichstag besetzen. Oh. Da kommt ein Bomber. Schneller ballern. Das ist ein Heinkel. Das ist eine Heinkelmaschine. Was machen die? Ich glaube, ich kriege die runter, bevor sie hier Bomben abwerfen können. Jawohl, der ist platt. Und den hier bitte auch. Darauf müsst ihr auch aufpassen. Der Deutsche hat auch Bomber. Aber halt, den kriege ich locker runter. Oder? Ja, denke so. Sehr schön. So. Ja. Der Bomber kommt ja von hier oben, also kann ich ihn locker einsetzen. Ups. Abfangen habe ich auch noch, falls der Deutsche schnell Düsenjäger wiederholen will. Wow! Also die Russen wussten auf jeden Fall, wie man richtige Bomber baut. Die sehen übelst geil aus. Eisenseher. Aber wie so eine Art Präzisionsbomber schon wieder. Naja, okay, ich meine, haben sie... Ich glaube, die Artillerie haben sie auch zum Schweigen gebracht. Ne, nicht ganz, eine lebt noch. Obwohl, ich habe ihn noch töten, ich habe ihn noch sterben sehen. Komisch. Egal, die Insel erobern. Warum die Insel? Ich weiß nicht, ich finde sie irgendwie am einfachsten zu erobern. Damit außer für die One-Hit-Killern. So, Schluss damit. Also ich finde diese Insel trotzdem am einfachsten zu erobern, weil wenn ihr da rausgeht, habt ihr direkt überall um euch herum deutsche Einheiten und es dauert ewig, bis ihr die platt bekommen habt. Und hier könnt ihr euch sicher sein, habt ihr die Welle gekillt, dann ist Ende. So, lösen wir auf. Sehr schön. Ist die Artillerie. Eine lebt ja noch. Ein Mann, ey. Zwei habe ich ja sterben sehen. Ne, sind zwei Männer. Vier Mann Besatzung. Okay. So, genug geschossen. Runter mit euch. Ihr müsst auf jeden Fall über die Brücke. Und immer hier drauf gucken, Leute. Immer hier drauf gucken. Gut, dass ich mein ein Auge drauf geworfen habe. So. Das sieht ja ganz gut aus. Oh, ist noch ein Panzer. Gut. Dann wird es langsam Zeit, den Reichstag zu bombardieren. Auch wenn ich es ungern mache. Aber ich muss es leider tun. Gut. Mal sehen. Ja, davor ist auf jeden Fall eine Menge. Davor war übelst viel, das weiß ich noch. Obwohl, da muss ich gar nicht hin. Hier war übelst viel. Also einfach mal drauf. Und eine Pioniergruppe. So, Punkt erobert. Ja. Sehr schön. So, hier ist alles tot. Dann war hier herum waren überall 88er. Hier ist auch noch übelst. Hier ist schwere Artillerie. Die habe ich mal versucht zu Fuß, beziehungsweise auf den Ketten, versucht zu erwischen. Könnt ihr vergessen, da ist übelst viel Verteidigungsanlagen auf dieser Insel. Aber ihr könnt ja rein theoretisch mit einem Eisenbahngeschütz drauf schießen. Dann kriegt ihr die kaputt, dann nervt ihr euch nicht. Ich finde schön, dass ich regelmäßig Verstärkung bekomme, aber was will ich mit Pionierfahrzeugen, ganz ehrlich.
So, im nächsten Part haben wir es dann, Leute. Vier Parts waren das dann, glaube ich, doch nur. Mal gucken, wie groß sie am Ende werden. So, also einmal noch drauf spatzen mit der Eisenbahn. Und dann, ja, würde ich sagen, fahren wir rüber noch. Ja. Auch wenn die alle ziemlich beschädigt sind, aber egal, es reicht. Es müsste reichen. Hier war, glaube ich, recht wenig. Ich habe es zumindest so in Erinnerung. Und hier war nochmal sehr viel. Ah ja. Ich lade nebenbei noch Victoria 2 hoch. Ja, gibt ja nicht mehr viel zu sagen, ne? Berlin ist. Ja, okay, es ist nicht so eine schlimme Mission, wie ich es mir. Wie ich es mir gehalten habe. Aber warte, muss ich es hier nicht auch noch erobern? Musste ich das hier nicht auch noch erobern? Das meinte ich nämlich. Irgendwie habe ich sowas in Erinnerung. Was voll unlogisch ist, hier ist ja der Reichstag. Ja, okay. Reichstag, der Fluss hängt normalerweise direkt daneben. Und das Brandenburger Tor müsste direkt hier auch daneben sein. Dazu noch die Straße, 17. Juni war es, glaube ich. Was ist 16. Juni? Ne, es war 17. Juni. Ja, was soll es hier symbolisieren? Bestimmt dahinter, hier so. Ja, aber vor dem Reichstag ist... Dahinter sind keine Häuser, ich weiß das. Hier sind die einzelnen, das ist die Spree, die einzelnen Brücken da. Oh ja, okay. Für Spieldesign haben wir es relativ gut gemacht. Stimmt, ich muss noch ein Endstatement geben über das Spiel, wenn ich durch bin. Ja, das kann nochmal interessant werden. Ich hoffe, euch hat es gefallen, zumindest wie ich es hier gespielt habe. Also euch so ein halbwegs unbekanntes Spiel vorzustellen. Ist mir wieder schön, ein Spiel zu let's playen, was noch keiner zuvor davor let's played hat. Und es ist relativ lang geworden. Also über 70 Parts. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe mit 80 gerechnet. Hätte ich nicht gedacht, dass es 70 Parts sind. Ich habe mit 80 gerechnet. Ganz ehrlich, ich habe auch mit 80 Parts gerechnet, als ich gesehen habe, dass ich für die amerikanische über 20 Parts gebraucht habe. Aber die deutsche ging relativ schnell und für die russische habe ich auch nicht so lange gebraucht. Hier sieht man ungefähr, wie sie die Wasserdetails gemacht haben. Hier, wupp. Ja, okay, hier ist die Map halt zu Ende. Ne? Ja, hier kann man mit Aufschluss schönes modden. Aber habe ich ja noch. Deswegen, ich habe hiermit noch recht wenig gemacht. Ich könnte natürlich diese Berlin-Mission ein bisschen einfacher gestalten. Mache ich den Deutschen über die Flugabwehrkanonen raus. Na, komm. Sehr schön. Ja, drauf. Boom. So, können wir schon mal losfahren. Ich hoffe mal, dass durch die Wucht die beiden 88er dahinter auch noch getroffen werden. Ansonsten, ich habe... Oh, da lebt da einer. Lol. So, ich habe jetzt einen Pfotenübergang gefunden, Leute. Nämlich den hier unten, den ich halt immer benutzen werde. So. Seht ihr mal, was eine Langstreckenartillerie ist? Sie schießt von einer Kartenecke zur nächsten. Ah, den habe ich vergessen. Erobern Sie den Reichstag. Machen wir. Erst einmal hier durchfahren. Hallo, fährst du mal? Der wollte gerade den Rückwärtsgang einlegen. Was ist das denn? Den killen. Gut. Ja, du warst gerade geneigt. Stehen. Damit ich wenigstens sicher einen Pfotenübergang habe. Was machen? Nein. So haben wir nicht gewettet. Das Ganze auch sofort ist. Du drehst dich für mich viel zu schnell. Hey, du kannst ihn auch durchbrechen. Der kann die Panzer auch nicht durchbrechen? What the fuck? Ups, ich bin gerade ins Mikro gekommen. Und wir beenden den Part. Ich hoffe, es folgt nur noch einer.